Geschafft! Wie was schnell? Schnell ist hier nicht so gerade meine absolute Stärke. Schatz, setz dich bitte nicht unter Druck. Küsschen, hi. Hi. Und jetzt? Vielleicht sollte ich. Aber egal. Hey. Pass auf! Kommt ihr einfach von den Mayas? Nimm das Auto als Deckung. Halt sie auf! Sie zu flankieren. Zeig es diesem Scheißer! Okay. Wo ballerst du denn? Ach, da. Hey, was ist denn mit dir? Und warum stupst du eigentlich nicht? Ja, sehr schön. Hey! Ich hab keine Munde. Alles klar bei dir? Ja, alles klar. Aber das Auto ist gefallen. Yeah. Jo, warte. Boah. Alter, bin ich ein krasse Aim. Boah. Das war ja gar nicht mal so einfach. Jo, von wo? Ah ja, von da oben. Was, Scharfschütze? Schön, bitte mal. Wie auch die Pyramide, ganz klar. Die haben ja auch enorme Tempel aufgebaut, wo heute noch Fragezeichen auftreten, wenn sie enorme Beuten aufgeben. Meinst du wirklich? Aber das war doch von den Piraten hier aufgebaut. Scheiße. Waren die Piraten Mayas? Der Aufzug steckt wieder fest. Und was hat Galileo Mystery damit zu tun? Können das schon wieder irgendwelche Dudes hier? Immer noch keine Patronen. Er läuft wieder! Warte eben! Klettere herum und gib dir Deckung! Zack, Alter! Ah, jetzt turmst du oder was? Alter, die hat im Walk Power. Macht nie, Alter. Hey! Jetzt mal treffen, Alter. Das wäre. Alter, wäre das geil. Ich sehe ihn überhaupt da drüben noch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich bin ein krasser Typ, ne? So, bist du hier der Typ? Alter, was? Er lebt ja immer noch. Ey, ist doch unglaublich. Ach, da bist du. Oh, Scheiße. Bist du? Wie im wahren Leben. Mehr dafür. Nee, zurück. Oh, warte. Ja, nu, ich bin noch unterwegs. Wo ballern die denn? Achso, muss da lang. Alles klar, ja, ich bin da. Bin da. Bitte entspannen Sie sich. Keine falsche Scheu. Schatz. Oh, da, ja, ich hab's schon gesehen.
Okay. Okay. Komme! Oder auch nicht. Warte eben kurz. Halte durch. Ich muss doch hier hoch. Ach so. Heilige Scheiße. Bist du okay, Nate? Ja. Na, komm schon. Was bauten die Piraten? Das hier im Game? Ja, das hier im Game. Bauten die Piraten. Bei einer Pirateninsel. Du fährst. Sicher? Du machst das doch gut. Ja. Nach all dem brauche ich eine Pause. Richtiger Killer hinterm Steuer, ey. Definitiv verdient. Okay. Das ist nicht mehr weiter. Geht ja schon mal ein Schatz positioniert. Ey, wer hat die Scheibe kaputt geschossen? Ist doch nicht in Ordnung. Oh, du kostest halt Geld. Ich habe mir überlegt, ja? Diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. Aha, ja, ist eigentlich ein guter Einwand, ja. Man weiß doch nicht, was das früher zu dermaligen Zeit wert war, ne? Also viel offensichtlich, wenn man davon eine Stadt bauen kann, aber... Geht da jetzt runter? Ich will mal gucken hier eben. Okay. Eher nicht so. Alles klar. Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen, sagt er. Ist die beste, also mit einer der besten Game-Reihen, die es für die PlayStation überhaupt gibt. Man kann ja alle auf der PS4 spielen mittlerweile. Da ja ein HD-Remake rausgekommen ist. Teil 1, 2 und 3. Oh shit. So. Ja, mein Chip ist einfach auch Mörder, das Ding, Junge. Wir sind bald da. Und da wird ordentlich geballert, ja. Dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Da fahren wir durchs Schleusentor. Ja, dann müssen wir aber erstmal aufmachen, oder? Mein Schatz. Ich guck mir das mal an. Ist da näher. Und ich pflück dir ein paar Blumen, okay? Aber verhältnismäßig wurde jetzt in Teil 4, zumindest leider in meiner Erinnerung, gar nicht mehr so viel geballert. Da waren die anderen Teile deutlich actionreicher. Was den Schießen angeht. Was? Dreieck. Ich versuch das andere. Blockiert, meinst du? Ja, okay. Ja. Hätte man ahnen können, ja. Das hätte meine Ahnen schon ahnen können. Meine armen Ahnen. Und hinter Tür Nummer 2? Das könnte ihr Preis sein. Das... Wäre ihr Preis gewesen, sowas, ne? Den Zong. Der Zong. Die Frage ist, bleibt es noch oben, wenn ich es jetzt oben habe? Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Danke dir. Danke, Schatz. Hast du Lust vielleicht heute Abend mit mir zusammen? Ja? Nee? Gut. Alles gut. Ob ich da nochmal hochklettern sollte und gucken, ob da ein Schatz ist? Ja, ne? Soll ich vielleicht mal tun? Ob ich hier parken kann? Dass hier alles ankommt. Ja, alles klar. Boah, ist ja gut, ey.
Was ne Wurst. Was ne Weichwurst. Komm ich hier, kann ich überhaupt hochklettern hier? Oh, kann ich tatsächlich. Hier gibt's aber gar nichts, ey. Manchmal fragt man sich denn, ob man überhaupt hochklettern kann, ne? Dass es eh nichts gibt. Sehr irreführend. Sich kundenfreundlich. Aha, aha, okay. Hier bringt mir gar nichts. Alles klar, nice. Danke dir, Kuli. Tschüss. Auf alle Fälle ist da drüben irgendwas. Aber erstmal müsste ich wahrscheinlich... Wir fahren mal erstmal nach oben. Okay, da komme ich denn da hin, ja. Das bringt mir eigentlich was? Das ist die Frage, ne? Gar nichts. Okay, der hat ja ordentlich Power, der Jeep, ne? Meine Herren. Wart's ab. Oh. Festhalten. Er gibt Problem. Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Von meinem Wissensstand hier ist es ähnlich wie Tomb Raider. Tolle Grafik, Rätsel lösen und mal wieder kämpfen, schießen. Also ja, ich schätze, also ist definitiv von Tomb Raider inspiriert. Durch die ganze Forschen, ein bisschen mystische und so. Aber der Witz hier daran ist, die neuen Tomb Raider haben sich dabei dann schon mehr an Uncharted orientiert. Obwohl eigentlich, wenn man es so nimmt, hat sich ja Uncharted eigentlich Tomb Raider orientiert. Du halt ein Geiler. Ja, naja, es ist verwirrend. Deine nimmt's von denen, deiner macht's so, der andere so. Aber die Tomb Raider Spiele, zumindest der erste Teil, den Heike bis jetzt noch nicht spielt, der ist auch ziemlich geil. Wir sind oben. Vielleicht packe ich den oben mal aus und stream den mal. Ich habe auch alle drei Teile von Tomb Raider, also hätte ich auch da. Ich habe bis jetzt nur den ersten gespielt. Aber ich habe mir den zweiten gekauft und den dritten gab es, glaube ich, für PlayStation Plus oder so. Vor einem Vierteljahr oder sowas. Bestimmt der Aufzug. Der Aufzugswart. Genau. Und sein Name war 5. Juni 1718. Merkwürdiger Name, aber so war der. Eine weitere Ladung über unbeschrifteter Kisten kam von Hafen aus flussaufwärts. Diese wurde jedoch von einer Gruppe bewaffneter Soldaten begleitet. Trotz einiger Bedenken begann ich, die Kisten auf Vollständigkeit zu überprüfen, bis mir eine Stimme in schroffem Ton befahl, aufzuhören. Ich war erzürnt. Das wäre ich aus. Auch. Dass mich jemand wie einen gewöhnlichen Gauner herumkommandierte. Aber als ich mich umdrehte, blickte ich in die Augen von Gründer Tim. Das war das erste Mal, dass ich einen Gründer leibhaftig sah. Meine Kehle wurde trocken und ich rang mit den Wörtern, die ich sehr sorgfältig wählen musste. Ich erklärte ihm, dass ich in den Inhalten nur auf ihr korrektes Gewicht überprüfen wollte, aber er sagte mir mit Nachdruck, dass diese nicht nötig sei. Ich war erleichtert, als etwas anderes sein Interesse weckte. Um ehrlich zu sein, konnte ich einen Blick in die Kiste werfen, bevor Gründer mich unterbrach. Säbel, Pistolen und Schießpulver. In Anbetracht der Anzahl der Kisten würde ich sagen, dass man damit eine Armee versorgen könnte. Uha. Ich habe Eleanor, witzig, nichts davon erzählt, weil sie ihre gesamte Aufmerksamkeit dem Verschwinden ihres Bruders Jack Sparrow widmete. Aber ich musste es meinen Freunden sagen. Die Gründung Libertarias beruht auf Idealen, die es wert sind, verteidigt zu werden. Sogar gegen die Gründer selbst, wenn es nötig sein sollte. Sobald ich sicher bin, dass Eleanor und die kleine Abigail außer Gefahr sind, werde ich mich in die Stadt begeben, um die anderen zu informieren. Bis dahin werde ich mich bedeckt, jedoch meine Augen offen halten. Ah ja. Und so kam es dann wahrscheinlich auch zu diesem Kampf von Piraten zu den Siedlern. Vermutlich. Könnte man zumindest ausschließen, nicht?
So, und jetzt gibt es hier bestimmt noch einen fetten Scherz. Kein Scherz. Wo sind die Schätze, wenn man sie aber braucht? Gibt's hier gar nichts? Elena, was ist hier los? Gut. Naja. Zumindest nochmal eine Randinformation. Warte, da ist doch ein Trampelpfad, der mich direkt nur auf anderen Wege zum Auto führt. Geil. So war ich's gern. So war ich's gern. Mit Style. Auch wenn man im tiefsten Dschungel ist, wo keiner ist. Mit Style ins Auto. Blitzt da irgendwas für mich? Nein. Hier stehen die Chancen, dass der Aufzug geht. 50-50? Jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft. Ein gutes Zeichen. Ja. Prinzipiell ja. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich steige hier mal eben aus und guck mal eben, ja? Du bleibst bitte im Wagen. Na gut, oder auch nicht. Ja, okay, alles klar. Und, ach, da liegt ein Schatz. Nice, Alter, ein Schl... Kann ich das aufmachen? Zoomen, drehen. Schade eigentlich. Das wäre cool, wenn man den aufmachen könnte. Zu gucken, was drin ist. Aber gut, da fehlen wahrscheinlich Informationen, um das irgendwie aufzumachen. Soll ich es so tun? Nein. Na los, fahren wir das Auto in den Aufzug. Okay. Wollte ich eh machen. Ja. Ist das hier überhaupt der Aufzug? Sieht aus wie der Aufzug, oder? Will mich auch nicht wieder komplett blamieren hier und kacke. Ah! Hey, kannst du mir helfen? Na klar. Wir sind eine Familie. Man kennt es. Hol den Wagen. Halt durch, Nathan. Noch ein Stück. Das ist genauso anstrengend für mich wie für dich. Okay, wenn das mal gut geht. Das ist bestimmt mega gut. Richtig gute Entscheidung. Piratentechnik. Jetzt hätte man sehen können, nein, einen Schatz vergessen. Aber wir haben ihn. Ja, wir haben ihn. Ja, Libertad. Wunderschöne Landschaft. Und ein Leben und... deine Meinung geändert. Du wärst fast nicht zurück. Und weißt du, da war dann noch dieses Ehe. Mir schlecht. Schade, man hätte vielleicht den Sound von dem Fahrstuhl ein bisschen leiser machen können dafür, die Unterhaltung ein bisschen lauter. Wäre cooler gewesen. Oh, los, hilf mir mal. Alles ja auch meckern, bloß auf hohem Niveau hier. Spiel ist ja top. Ja, kann man nicht anders sagen. Weißt du, selbst wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag. Wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit.
Alter, gut, dass ich mein Mikrofon ausgemacht habe und die Kamera weg. Gut. Ich dachte, jetzt wird's tief emotional. Ja, halt. New Devon. War's aber nicht so. Ach, die. Ganz ehrlich, ne? Kannst einen Screenshot machen und direkt als Desktop-Hintergrund für deinen PC nehmen. Keine Ahnung, Alter, wie das möglich ist. Das ist crazy. Das ist einfach nur crazy. Naja, wurde er doch noch ein bisschen emotional gerade, wa? Mit der Musik. Dominik, jetzt diesmal mal nicht nach links und rechts gefahren, um gucken, ob da ein Schatz drin ist. Dachte mir, wir wollen ja die Gesamtatmosphäre nicht zerstören. Hey, Helena! Mate! Wir sind hier, Sully. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Die werden wir wohl bald sehen. Geht's euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme, aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen's. Over and out. Over and out. So, wir sind hier fertig. Wir können hier nicht fahren, oder? Ach so, doch. Ups, ich dachte, wir müssen aussteigen. Okay. Ach ja. Meine Fresse, sieht das geil aus, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. Ist eigentlich schon erschreckend. Wenn irgendwann jedes Spiel mal so aussieht. Nee, der Weg wahrscheinlich schon Asche, aber. Okay, wir müssen über die Brücke rüber. Jo, wird bestimmt richtig gut werden. Wir fahren zum Wasserfall. Wir fahren. Kann nicht. Die Strömung ist zu stark. Also ich fahre gerade nicht. Nate? Für was? Nate! Da, wir können die Felsen hochklettern. Okay. Geschafft. Hallo! Nate! Jo, chill auf jeden Fall. Erhauen. Mach's gut, Schatz. Wasserfall! Okay. Der Baum ist nicht okay. Komm schon. Wollte gerade auch die Aussicht genießen. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Danke, Elena. Danke. Du hast mir den Arsch gerettet. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Ja, Krieger, da hast du absolut recht. Absolut recht. Also Musik in Spielen manchmal, wenn das so richtig geil passt. Hammer einfach. Einfach Hammer. Man hat so ein bisschen leichte Gefühl gerade zwischen den Beinen, dass da irgendwie nicht alles so ganz geil im Lot kommt. Irgendwie. Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Wow. Das wäre übel gewesen. Sie kann dich porten. Nice, Schwester.
Nicht schlecht. Bin mit einem Superheld verheiratet. Nice. Das ist gut. Gut zu wissen. Idee. Ja. Also, wie kommen wir da hoch? Ich würde sagen, klettern. Auf altmodische Art. Auf Tomb Raider Art. Obwohl, du wurde bei Tomb Raider viel. Doch, bei der wurde auch viel klettern. Kann mich an Tomb Raider Spiele kaum noch so wirklich erinnern. Ich meine, ich habe die meisten wirklich gespielt. Zu PlayStation 1 Zeiten. Aber. Das ist schon so lange her. Wüsste ich jetzt. Also richtig krasse Erinnerung halt gar nicht mehr. Ist ja hier der perfekte Platz, um Schätze zu verteilen. Warum sitzt hier keiner? Das ist ja voll deprimierend. Gibt's da ja alles. Ey, das ist doch. Das ist ja. Also. Kommt sie hier nach? Ja. Okay, dann gehe ich nämlich woanders lang. Nicht, weil ich es nicht leiden kann oder so. So, dann wurde mir damit symbolisiert, dass wir irgendwas essen. Okay. Es ist eine Karte. Nein, es ist ein Text. 1. August 1718. Ich habe mich am Mitternacht von Eleanor und der kleinen Abigail verabschiedet. Sie haben sich den anderen Flüchtlingen an Bord der Swiftshire angeschlossen. Auf der Suche nach neuen Ufern, ich bete, dass ich bald wieder bei Ihnen sein kann. Die Gründer haben mir alles genommen. Sie haben allen alles genommen. Das bisschen Gold, das ich beisteuern konnte, ist nun weg. Oder befindet sich hinter den hohen Mauern von New Devon. Ah, geil. Wir werden es bald erfahren. Bei Sonnenuntergang holen wir uns unseren rechtmäßigen Eigentum zurück. Sie können uns nicht am Schatzhaus aufhalten, also werden sie es jetzt auch nicht tun. Naja, am Schatzhaus war ja da, wo vorhin die ganzen Barrikaden und so standen. Liebste Eleanor, meine süße Abigail, sollte ich hier mein Leben lassen, sollte ich euch enttäuschen, seid gewiss, dass ich nur unser Glück und unser Wohlstand im Sinn hatte. Vielleicht könnt ihr dieses Ziel selbst noch erreichen. Ja, ich hoffe, dass es so gekommen ist, dass Eleanor und Abigail noch ein gutes Leben hatten. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Piratenfriend. Okay. Goodie. Hier geht's lang. Es hat sich doch immer wieder gelohnt, abseits der Wege zu gucken. Das heißt, wir werden, wenn wir in New Devon ankommen, wahrscheinlich ein Schauplatz des Kampfes sehen. Hat da was geblinkt? Nein. Wow. Oh. Danach sind das Siedler. Ach, das sind Kleider. Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab, Nate. Und wir stehen voll drin, Alter. Entschuldigung. Hallo? Wer sind Sie denn? Wer ist das? Sieh dir das Schild an. Nee, kann ich nicht. Oh, jetzt. Eine schlimme Art zu sterben. Ja, das ist nicht so geil, so einen Käfig zu verhungern und zu verdursten. So Panorama-Mama. Schlägt mir auch geilere Sachen vor. Beim Sex oder so.